Willkommen zu einem neuen Video. In dem Video schauen wir uns das Drehmoment an, also die Drehwirkung. Und zwar nicht so langweilig 90 Grad, sondern hier rasten wir mal komplett aus mit einem Winkel. So, das Drehmoment ganz allgemein war ja einfach die Drehwirkung, also wie stark sich etwas dreht. Und dann gucken wir uns hier Sprungturm an, ne? Das ist am einfachsten. Du gehst hier langsam auf das Brett und da merkst du schon, je größer der Hebel wird, also die Länge L, wo die Kraft zwischen Kraft und, das ist der Drehpunkt, wenn das größer wird, der Abstand, das nennt man Hebelarm oder Hebellänge, dann biegt sich das mehr. Das heißt, das Drehmoment ist größer, beziehungsweise die Drehwirkung, weil das hier ist für 90 Grad, weil L größer wird. Wann wird es noch größer? Je mehr die Person hier wiegt, umso mehr biegt sich das auch durch. Das heißt, je größer die Kraft ist, umso größer ist auch die Drehwirkung, umso größer ist auch das Drehmoment M. Das haben wir jetzt schon mal erklärt mit 90 Grad. Ne, da kannst du einfach die Formel nehmen, M ist gleich F mal L. Das ist diese wunderschöne hier, easy peasy. So ganz allgemein in der Physik ist Drehmoment ein Vektor. Und das ist Ortsvektor kreuzt die Kraft. Und der Ortsvektor ist im Prinzip dasselbe wie unsere Länge L. So ein Kreuzprodukt kann ich immer umschreiben. Ich kann das Kreuz wegschmeißen. Und so ist es auch meistens in den Basics, wenn man beginnt, ne, gerade auch im Medizinstudium oder in naturwissenschaftlichen Grundstudiengänge. Da fängt man meistens an, da braucht man Kreuzprodukt auch gar nicht, dass du das wegschmeißt und dann machst du da ein Mal hin und du kannst da ein Mal hin machen, wenn das 90 Grad ist, dann kann das Kreuzprodukt umgeschrieben werden einfach als Mal. Und ganz allgemein ist das Kreuzprodukt R-Betrag mal F-Betrag, also Länge L, F-Betrag ist ja einfach die Größe, wie groß die Kraft ist, wie lang das ist, ohne Richtung jetzt zu betrachten. Und jetzt kommt hier die Richtung mit rein, Sinus Alpha. So, das ist rein ganz physikalisch. Was du dir jetzt aber merken musst für die Anwendung, ist diese Formel hier, ne? Aber das ist im Prinzip dasselbe. R ist L, F bleibt F. So, und hier haben wir es jetzt schon mal umgeschrieben. Mal kann ich ja eh vertauschen. Ob jetzt F mal L oder L mal F, ist quasi egal. So, das Drehmoment mit einem Winkel berechnet sich Betrag F, Betrag L mal Sinus Alpha. So, jetzt kommt nämlich das sehr, 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 sehr Wichtige. Deswegen habe ich hier nochmal eine Formel hingeschrieben, weil mir das auch schon welche geschrieben haben. Hey, in meiner Formelsammlung steht aber Cosinus. Genau, jetzt klären wir das nämlich. Also zu 99% sehe ich eigentlich immer diese Formel. Es kann aber auch sein, dass diese Formel hier ist. Und jetzt sage ich dir auch, warum. Wir schauen uns erstmal Sinus an. Und da ist nämlich wichtig, wo betrachtet man den Winkel? Da gibt es nämlich zwei Möglichkeiten. Also einmal haben wir hier Winkel Alpha und hier, das nenne ich mal Beta, das ist noch cooler. Also hier kommt jetzt einfach ein Beta hin. Das heißt, wenn du den Winkel betrachtest, ist es Cosinus Beta. Wenn der Winkel betrachtet wird, ist es Alpha. Also such dir immer diesen Winkel, dann kannst du immer einfach die Formel nehmen mit Sinus. Ne? Wichtig aber, dass du den Winkel hier nimmst. Du kannst dir ja auch Alpha berechnen. Ne? Wenn Beta gegeben ist, weißt du Alpha, 90 Grad. Das hier ist 90 Grad, minus Beta, dann bekommst du ja wieder Alpha und kannst Sinusformel nehmen. Aber meistens ist das hier gegeben. Ne? Und solche Aufgaben berechnen wir auch, dass das, also hier der kleinere Winkel im Prinzip, zwischen der Kraft und dem Hebelarm, das verlängern wir hier, das ist der Winkel Alpha und dann ist es Sinus. Und warum es Sinus ist, gucken wir uns jetzt nochmal an. Da erinnerst du dich an den besten Merkspruch der Welt. Gaga Hühnerhof AG. Da ist Sinus, Cosinus, Tangens, Cotangens. So, wir schauen mal, okay, wie kommen wir denn hier auf Sinus? Wir haben Sinus Alpha. Okay, jetzt haben wir hier noch gar kein Dreieck. Wir haben jetzt hier eine Kraft. Schau dir unbedingt das Video zur Kräftezerlegung nochmal an, falls du da jetzt nochmal tiefer einsteigen willst, weil ich das jetzt hier in einem Schritt mache. Wir können nämlich Vektoren zerlegen. Also ich kann den Vektor F hier zerlegen in eine Y-Komponente und ein Anteil X-Komponente. So, und jetzt siehst du, wir machen auch nur die Beträge, das sind jetzt nicht wirklich Vektoren, also Pfeile könnte ich im Prinzip weglassen. Wir haben jetzt hier ein rechtwinkliges Dreieck, das ist nämlich sehr, sehr wichtig. Und ich zeige es dir nochmal an dem Beispiel hier. Jetzt greift ja die Kraft schräg an. Jetzt zerlegen wir diese schräge Kraft in einen Anteil so, Y-Anteil, und einen Anteil so, das ist der X-Anteil. Und jetzt kannst du selbst überlegen, wenn du auf dem Sprungbrett hier drückst, passiert da irgendwas? Dehnt sich das dann weiter nach unten? Also ist die Drehwirkung groß? No, null. Ne? Also das hier wirkt gar nichts.
kannst du drücken, eine Kraft wirken, so doll wie sonst, da passiert gar nichts. Ne? Drehmoment ändert sich nicht. So, anders mit dem Y-Anteil, Fy, das wirkt. Ne? Also nur der Y-Anteil wirkt oder trägt, besser ausgedrückt, trägt zum Drehmoment, zur Drehwirkung bei. Also müsste die Gleichung hier eigentlich korrekterweise lauten Fy, ne? Das ist der Fy-Anteil, der senkrecht dazu ist, also rechter Winkel bzw. Alpha ist 90 Grad. Das ist ganz wichtig, oder hier, ne? Ist dann auch 90 Grad, das ist der Alpha-Winkel. So, wir schauen Sinus, Gagger-Hühnerhofer G, das heißt für Sinus haben wir Gegenkathete durch Hypotenuse. Wir gucken uns das Dreieck an, hier ist der Winkel, gegenüber ist Fy. Hypotenuse ist die längste Seite, das ist unser F. So, jetzt stellen wir das mal nach Fy um. Fy, da haben wir die Kraft, die hier wirkt, mal Sinus Alpha. Und dann haben wir schon im Prinzip, also dieser Part hier ist quasi Fy. Das und das ist dieser Fy-Anteil da drin versteckt. Und dann nochmal die Länge L. Also ganz wichtige Aufgabe. Und wir machen auch eine kleine Beispielaufgabe dazu. Dann hast du direkt Zahlenwerte und das mal angewendet. Dann bleibt das besser hängen. Und wir haben jetzt hier als Beispiel Kraft 10 Newton und Alpha ist 30 Grad. So, wie groß ist das Drehmoment? Wir haben die Länge L gegeben. Das habe ich jetzt gar nicht hier hingeschrieben. Da machen wir einfach mal 3 Meter. Mache ich hier auch 3 Meter. Da siehst du nämlich gleich den Unterschied. Das ist ganz, ganz wichtig. Also L haben wir auch noch gegeben mit 3 Meter. Wir wenden einfach diese Formel hier an. Drehmoment ist gleich F mal L mal Sinus Alpha. Hier ist unser Fy, die beiden multipliziert. Das haben wir jetzt herausgefunden. Perfekt. So, du kannst das Ganze auch mit hier ein Dreieck machen. Cosinus an Kathete durch Hypotenuse, dann kommst du nämlich hier auf diese Gleichung. Ne? Also falls du das nochmal machen möchtest, ist eine gute Übung. Wenn du es gemacht hast, schreib es gerne mal in die Kommentare. Falls es auch nicht geklappt hat, du noch Fragen dazu hast, kannst du auch gerne in die Kommentare schreiben. So, wenn dir das Video bis hierhin gefallen hat, dann lass gerne einen Daumen da oder schreib Fragen in die Kommentare, falls noch was unklar sein sollte. Lass auch gerne ein Abo da, dann verpasst du nichts mehr. Und wir rechnen jetzt hier das Beispiel weiter. Und setzen einfach nur ein. Wir haben 10 Newton gegeben. Wir haben die Länge L, das sind 3 Meter. So, wir haben Sinus von 30 Grad. Da denkst du dir jetzt, wie soll das gehen? Aber natürlich habe ich einen einfachen Wert genommen, das ist einfach 1,5. Andere Werte braucht man auch meistens nicht. Wenn du ohne Taschenrechner rechnest, dann ist es oft angegeben. So, und jetzt haben wir 1,5 mal 10 ist 5 mal 3 sind 15. Jetzt haben wir hier Newton und hier Meter. Newton-Meter. Ganz wichtig, Einheit, Drehmoment ist Newton-Meter. Die mechanische Arbeit ist Newton-Meter, haben wir ja auch, ne? Kraft längs eines Weges ist aber was komplett anderes. Da haben wir auch Newton-Meter und das ist dann Joule. Das hier ist nicht Joule, ne? Ganz, ganz wichtig. Nicht Joule, das ist Newton-Meter, das ist die Einheit für Drehmoment. Die Einheit für Arbeit ist Joule, ne? Können wir auch als Newton-Meter schreiben, ne? Hat aber nichts hiermit zu tun, weil hier ist senkrecht aufeinander und da ist längs eines Weges, also unterschiedliche Sachen. Nochmal als kleiner Reminder dazu. Also haben wir hier 15 Newtonmeter, perfekt. So, jetzt geht das Ganze über. Wir nehmen einfach nochmal die Formel, dann siehst du es nochmal ein bisschen besser. F mal L mal Sinus. Jetzt haben wir hier 90 Grad. So, ein Sinus von 90 Grad, das ist nämlich das Entscheidende, ist 1. Und deswegen geht das dann über einfach in F mal L. Wenn das Ganze hier senkrecht ist, ne? Das nochmal als kleiner Unterschied. Deswegen habe ich die Aufgabe noch mit reingenommen. So, und jetzt rechnen wir einfach F mal L, das heißt 10 Newton mal die Länge. Wir hatten auch 3 Meter. 3 Meter und da siehst du dann, das sind 30 Newtonmeter. So, und jetzt kannst du schon sehen, ah, crazy, wir hatten die gleiche Kraft, ne? 10 Newton, 10 Newton. Wir hatten jetzt 10 Newton. So, hier haben wir aber ein Drehmoment von 30 Newtonmeter. Jetzt habe ich hier schräg die Kraft und da haben wir, obwohl es die gleiche Kraft ist, haben wir nur ein Drehmoment von 15 Newtonmeter, also die Hälfte. Ne? Da siehst du, okay, ein Anteil in X wird quasi verschluckt, ne? Der ist dann weg. Es zählt nur der Y-Anteil, der ist geringer, ne? Mit F mal Sinus Alpha. Und dann haben wir natürlich auch einen kleineren Drehmoment. Jetzt hast du die beiden
Unterschiede nochmal gesehen. Drei Beispiele zu dem Thema. Wenn du die Tür zu Hause öffnest, dann ist ja der Türknauf ganz weit außen, weil da das Drehmoment natürlich am größten ist. Und der Türknauf ist nicht in der Mitte oder hier nah an dem Scharnier im Prinzip, was der Drehpunkt ist. Ne? Also das nochmal als Anwendung für zu Hause. Also wenn du durch die nächste Tür gehst, weißt du direkt, oh, das ist FY mal L. Gute Idee. Da, so merke ich mir das. Ne? Weißt du das Drehmoment? Wenn du schräg die Tür aufmachst, merkst du, dass ein Anteil verschluckt wird. Das ist dann dieses hier mit Winkel. Dann für die Mediziner Kraft auf dem Bizeps. Ne? Da kann es sein, dass das senkrecht ist, aber es kann auch mal eine Aufgabe kommen, wo mit Winkel. Ne? Dann musst du diese Aufgabe hier nehmen. Oder Zahnmedizin, ne? Wenn ihr Zähne raushebelt, da wirken natürlich auch enorme Kräfte. Und je länger der Hebel ist, umso größer das Drehmoment, ne? Weißt du jetzt? Oder umso größer die Kraft, umso größer das Drehmoment. Und da ist natürlich auch wichtig, wo setzt du an, welcher Winkel. Ne? Also ihr habt da auch Aufgaben dazu. Mit dem Winkel, das nochmal als kleiner Einschub, wofür du das überhaupt brauchst und als Motivation. Wenn dir das Video gefallen hat, gib dem gern einen Daumen nach oben, schreib was in die Kommentare, wenn du Themenwünsche hast oder noch irgendwas unklar ist. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Und da empfehle ich dir, Kräftezerlegung anzugucken, machst du weiter, oder Drehmoment ganz allgemein. Da habe ich auch nochmal ein ganz ausführliches Video, also da kannst du direkt weiter lernen. Und dann wünsche ich dir weiterhin ganz viel Erfolg. Ich bin Robert, dein Physikcoach. Ciao!